Hallo, heute gibt es eine zweite Teilrezension und zwar zu Zodiac von der Romina Russell. Hier halte ich den zweiten Teil in der Hand. Das Buch ist eine Klappenbroschüre. Wunderschön aufgemacht, wie schon der erste Teil. Schaut, da habt ihr die ganzen Tierkreiszeichen und alles wieder drin. Da Teil 1 hieß, da hinten ist er nochmal. Zodiac hieß der erste Teil. Da gab es keinen anderen Namen dafür. Hier steht jetzt noch Weg der Sterne. Hüte dich vor dem 13. Zeichen. Das Buch ist im Ivi Piper Verlag erschienen, hat was um die 350 Seiten und kostet 16,99 €. Zweiter Teil. Da wissen alle, okay, wenn ich den ersten Teil nicht kenne, schalte ich lieber ab, sonst spoilere ich mich selber. Nicht wundern, ich streichle hier nebenher noch meine Mieze. Ich bin nämlich gerade erst heimgekommen und die liegt hier schnurrend auf meinem Schoß. Die nutzt das aus, dass ich mich gerade nicht wehren kann. Ja, ihr habt jetzt die Chance abzuschalten für die, die den ersten Teil nicht kennen. Für die anderen, der erste Teil endete ja damit, dass Ro eine Amata gegen das 13. Zeichen geführt hat, gegen den Onschus. Onchius, den richtigen Namen kann ich nicht aussprechen. Die Namen sind echt schwierig. Diese Armada wurde ja vernichtend geschlagen. Und Ro wurde auch ihr Wächterdasein vom Planet Krebs aberkannt. Und ihre Liebe Matthias ist ja auch während diesem Angriff da ums Leben gekommen. Und Ro hat sich jetzt auf dem Planeten. Wo befindet sie sich gerade? Ich glaube bei Stier. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Steinbock. Im Haus Steinbock ist sie jetzt gerade. Ihren Bruder hat sie ja wiedergefunden, nachdem Krebs quasi untergegangen ist und da keiner mehr drauf leben konnte. Und sie leckt jetzt so ein bisschen ihre Wunden auf diesem Planeten. Und dann erreichen sie aber, oder dann allerdings wird der Tacho weiter zu ihr getragen von diesen, wie hießen sie jetzt, Maraden. Mit dem Namen, das ist echt schwierig. Genau, von der Terrorgruppe Marat. Und auch Oschus lässt sie nicht in Ruhe und sucht sie erneut in ihren Weissagungen heim. Und ja, Ro muss dann erkennen, dass sie jetzt doch mehr sein muss und sich nicht verkriechen kann, sondern sich der ganzen Sache stellen muss und die Sternzeichen vereinen muss, um gegen einen noch übermächtigeren Gegner bestehen zu können, weil der droht damit, alle Planeten und alle Sternzeichen zu vernichten. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, den Inhalt zusammenzufassen, weil Teil 1 war ja wirklich sehr komplex von der Story her. Das ist Teil 2 jetzt auch. Ich habe auch lange gebraucht, um in das Buch wieder reinzukommen und in die Geschichte reinzukommen. Sie spielt quasi kurz nachdem sich Ro und ihr Bruder und Aryl, das ist ja auch noch eine wichtige Figur da drin, zurückziehen auf Planet Steinbock und versuchen da die überlebenden Krebse zu kultivieren, beziehungsweise dass sich diese Krebse da einleben können. Und ja, ich hatte ein bisschen vergessen, dass man in diesem Buch von Fremdwörtern erstmal erschlagen wird. Das war ja auch schon in Teil 1 so ein bisschen mein Problem von Psi-Energie und diesen ganzen, wie funktioniert das in diesen Nebeln da wandeln und alles vorauszusagen. Das ist der Schwanz von der Miez. Du bist im Bett. Und auch mit diesen Raumschiffen und es wird dann teilweise schon ein bisschen technisch und diese ganzen Gesellschaftssysteme, die sind ja wirklich sehr, sehr komplex aufgebaut. Und ich hatte auch nicht mehr ganz so das erste Buch in Erinnerung von der Story. Klar, ich wusste noch grob, was passiert ist, aber da waren ja auch eine Menge Namen, die ich dann irgendwie erstmal wieder einordnen musste, weil es gibt hier vorher nichts, wo die Geschichte davor nochmal beschrieben wird oder wo es eine kurze Zusammenfassung gibt. Es wird mal kurz angeschnitten zwischendrin, aber eigentlich steckt dieses Buch dann direkt eigentlich nach dem ersten Teil ein und beginnt dann auch sofort damit. Hinten im Glossar hat man noch mal die wichtigsten Begriffe zusammengefasst. Ich hätte mir hier
ein Namensregister gewünscht. Das hätte mir das Lesen wahrscheinlich viel, viel einfacher gemacht und ich hätte mir auch gern mehr Erklärungen gewünscht. Also man hat ja schon sowas wie Abiste oder Akolith, diese Begriffe, Ephthermie und sowas, das schon. Aber ich hätte mir eine deutlich größere Zusammenfassung in diesem Buch gewünscht, um mir einfach den Einstieg auch, wenn der erste Teil jetzt schon eine Weile leer ist und ich lese ungern dann nochmal das Buch. Also wenn ich es dann lese, klar, wird es vielleicht alles wiederkommen, aber ja, es gibt so viele Bücher, die ich lesen will, deshalb lese ich ungern ein Buch zweimal und das hätte mir hier den Einstieg etwas mehr erleichtert oder eine kurze Zusammenfassung oder irgendwas. Wie gesagt, das Grobe ist noch hängen geblieben, aber wo es dann ein bisschen in die Feinheiten ging, da musste ich dann doch nochmal überlegen. Ich bin so wirklich erst in der Geschichte, erst nach dem ersten Drittel drin gewesen. Also da war es dann auch okay, da war ich dann wieder drin, da hatte ich dann alles so ein bisschen aufgefrischt und da hat das Buch auch nicht mehr so Bezug zu dem Vorgang oder zu dem Vorgänger genommen, sondern da hat sich die Geschichte wieder eigenständig entwickelt und ja, zum Schluss war es dann irgendwie kein Problem mehr. Also da war ich dann auch wieder voll in der Geschichte drin. Und da kam dann auch wieder das, was mir an den ersten Teil so gut gefallen hat, und zwar diese verschiedenen Planeten zu entdecken und diese unterschiedlichen Welten zu entdecken. Und ja, da kam dann auch wieder ein bisschen mehr Action rein und auch die Ro wurde mir wieder sympathischer, weil sie ist am Anfang hier doch, hat hier doch arge Selbstzweifel und gibt sich da drin auch gerne auf. Was mir nicht so gut gefallen hat an dem Buch. Hier entwickelt sich ja dann die Liebesgeschichte, die auch schon so im ersten Teil war, ja, diese Dreiecksbeziehung zwischen ihr, Matthias und Hüsan? Hüsan? Hüsan. Hüsan so ein bisschen angedeutet. Hier entwickelt sich ja dann die Liebesgeschichte zwischen ihr und Hüsan etwas mehr. Aber sie kommt nicht wirklich in Fahrt. Also ich mag das nicht, wenn so Liebesgeschichten oder so Liebespärchen in Geschichten so auf der Stelle treten und sich ständig im Kreis drehen und nicht wirklich vorwärts kommen und nicht wirklich da drüber über irgendwas geredet wird oder so. Es gab so ein bisschen Liebesgeschichte, aber sie machen 2 Schritte vor und 10 Schritte wieder zurück und stehen auf der Stelle und drehen sich im Kreis. Und das fand ich eher nervig. Also ich glaube, damit wurde versucht, die Geschichte so ein bisschen aufzulockern. Aber das hätte es für meinen Geschmack überhaupt nicht gebraucht. Und auch nicht dieses angedeutete Dreiecksbeziehung und ach ja, und nee, dann doch nicht. Und ach, jetzt mag ich dich doch. Und irgendwie bin ich mir dann doch nicht sicher. Aber eigentlich will ich ja. Und das nervt mich eher mehr, als dass mich das irgendwie in einem Buch fesselt. Und es hat mich auch hier genervt, weil das hätte es nicht gebraucht. Also die Geschichte ist wirklich tiefgründig. Ich fand auch die Entwicklung von der Ro toll in dem Buch. Also die hat sich wirklich zu einem sehr, sehr starken Charakter entwickelt. Oft dachte ich ja so, ja, doch noch ein bisschen naiv. Und ja, aber doch, hat sich in diesem Buch deutlich einen Schritt nach vorne gemacht. Sie hat auch einiges, was sie aufarbeiten muss mit ihren Freunden und mit ihrem Bruder. Und das hat sie wirklich gut gemacht und das hat mir auch gut gefallen. Aber wie gesagt, die Liebesgeschichte, also da denke ich mir, dann sollte man vielleicht doch mal einen Schlussstrich-Runde ziehen oder mal einen Punkt machen oder mal sagen, hey, ja, ich empfinde für dich dasselbe als dieses ständige hin und her und im Kreis stehen. Und ich weiß auch nicht so richtig und das irgendwie. Das hat mir nicht so gefallen. Ich fand den Teil auch ein bisschen schwächer als den ersten Teil. Der erste Teil war ja sehr actionreich und sehr tiefgründig. Und der war jetzt, es kam dann zum Schluss, kam es wieder, hat mich das Buch wieder gefesselt, aber so bis zur Mitte oder bis zum letzten Drittel war das irgendwie so, ja, nett die Geschichte, aber es konnte mich nicht so begeistern wie der erste Teil. Also der erste Teil hatte mich da mal zack und gepackt und ich war mittendrin. Hier hat es jetzt ein bisschen gedauert, aber zum Ende hin, da kam dann die alte Stärke wieder und da kam dann das Fesselnde und das Packende wieder und klar, wie soll es anders sein? Fieser Cliffhanger am Ende, was soll ich dazu sagen? Dankeschön. Ich nehme mir eigentlich immer vor, zu warten, bis eine Reihe komplett draußen ist, aber ich kann da nicht warten. Und ich werde natürlich den nächsten Teil lesen, auf jeden Fall, weil ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, wie gesagt, also der Cliffhanger macht wirklich Bock auf mehr. Und zum Schluss hin wurde das Buch auch wieder richtig gut. Und zwischendrin kam auch wieder, man lernt neue Planeten und neue Sternzeichen kennen. Und das mochte ich schon im ersten Teil so, diese Welten da zu sehen und so. Die Beschreibungen von den Welten und so. Und das kam hier zwischendrin auch und das fand ich dann wieder super. Wie gesagt, wenn die Liebesgeschichte nicht so gewesen wäre, hätte es mir vielleicht besser gefallen. So, 4-Sterne-Buch auf jeden Fall.
Teil 3. Teil 3 werde ich lesen, freue mich wirklich schon drauf und hoffe, da gibt es dann hinten ein bisschen ein Namensregister und ein größeres Verzeichnis, weil sonst, weiß ich nicht, habe ich bestimmt wieder zu tun, in die Geschichte reinzukommen. Aber so, Zodiac, wer Teil 1 mochte, macht mit Teil 2 natürlich nichts falsch. Zumal dieses Buch ja wirklich ein absoluter Eyecatcher ist. Und ich sage, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.